Oh, das ist der Tokyo Tower. Okay, wir sind heute in Minato unterwegs und zwar genau gesagt noch in dem Teil Asuba-Yuban. Und zwar ist das die Region, wo eigentlich Sailor Moon spielt. Und hier ist auch der Tokyo Tower. Oh nein, es ist zu hell. Verdammt, schade. Aber wir gehen jetzt erstmal im Family Markt und kaufen was zu essen und was zu trinken. Ich glaube aber, ich will mal die probieren. Die sind mega geil, aber ich glaube, ich will heute die probieren mit hier. Oh, ich glaube, die mit Chili, die nehme ich. Sehr nice. Meins. Die Bottleflip-Flasche. Sakura Pankeki. Und wir sind jetzt hier schon an einem Schrein angekommen. Das ist zwar noch nicht der Schrein, der dem aus Sailor Moon am ähnlichsten sehen soll. Aber einmal als Vergleich, hier ist sozusagen das Bild aus dem Anime. Und das ist dann schon doch ziemlich ähnlich. Wir sind jetzt am Hikawa-Schrein hier in Asuba-Yuban und der sieht schon sehr ähnlich aus wie auf dem Bild. Leider hat er nur auch noch keine Treppe im Vordergrund. Es gibt mehrere von den Hikawa-Schreins, das heißt, es gibt auch einen in Akasaka und einen noch weiter im Süden von der Asuba-Yuba-Station. Mal sehen, ob wir da heute noch hinkommen oder nicht. Aber die sehen halt alle sehr, sehr verdammt ähnlich aus und man kann nicht sagen, dass es einen Schrein gibt, dem das Ganze im Sailor Moon Anime nachempfunden wurde, sondern es wurde halt von jedem so ein bisschen was genommen und dann ein eigener Schrein sozusagen kreiert. Hier haben wir sogar auch noch einen kleinen winzigen Inari-Schrein dabei. Sozusagen, zwar im Preis für einen, gibt es hier ganz oft bei Schreinen. Diese Kreuzung ist, glaube ich, in dem neuen Remake auch mit drin. Wir sind jetzt im Amishido Park und eigentlich soll das auch so voll so ein Ort sein von Sailor Moon, aber irgendwie finde ich, ist es alles gar nicht so ähnlich. Also ich habe einige Webseiten durchgegoogelt, wo man so Orte finden soll und irgendwie ist es alles so ein bisschen, aber nicht so richtig. Aber wir essen jetzt Pizza schon. Max Favorite. Alles klar. Da ist Käse drauf auf den Chips. Käse! Käse auf den Chips. Mmh. Ja, ich weiß, dass du die magst. Chris, was sagst du? Ich finde, es schmeckt gar nicht so sehr nach Pizza. Es schmeckt halt nach Käse. Läuft geil. Auch. Ja, geil schon. Das passiert, wenn man einen kleinen Krümel fallen lässt. Überall Tauben. Ich esse jetzt meine Sakura Pankeki. Die sind übelst geil, weil die haben eine richtig leckere Füllung. Aber jetzt haben wir eine Stelle gefunden, die sehr detailgetreu ist. Und zwar dieser Straßenübergang hier. Da gibt es schon einige Szenen, die sich dann hier sozusagen abspielen. Aber wir gehen jetzt weiter Richtung Tokyo Tower. Wir sind jetzt hochgefahren auf den Tokyo Tower. Wie im Skytree gibt es hier zwei Observationsdecks, eins auf 150 Meter und eins auf 250 Meter. Also jeweils 200 Meter niedriger als im Skytree. Aber das zweite wird zurzeit renoviert, deswegen kann man nur bis zum ersten hochfahren. Aber hier werden auch beide im Preis mit inbegriffen. Es ist hier auf jeden Fall sehr viel leerer als im Skytree und das Wetter ist heute aber auch nicht so nice. Thank you.
wieder runter vom Tokyo Tower. Hier ist wieder mal ein kleiner Schrein zufällig am Ende, wo ich dann meinen Vlog jetzt beenden werde. Das war heute so ein bisschen die Minato Area bzw. Atsuba Yuban und der Skytree. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Und zwar gibt es hier auch wie im Skytree, wie im Skytree.